Hallo, hier ist der Steven vom Supported und heute zeige ich euch ein weiteres YouTube-Programm von FreeStudio DVD Videosoft. Und zwar gehen wir hier rauf auf die Kategorie und diesmal wählen wir den Free YouTube Uploader. Mit diesem könnt ihr in euren YouTube-Kanal Videos hochladen. Dies ist auch ganz einfach. Wir sehen hier oben das Vorschaufenster und sagen Datei hinzufügen. Jetzt nehmen wir mal einfach eine Beispieldatei. Dann nehmen wir mal unser SupportNet-Video und es wird uns hier oben angezeigt, wo es liegt und wie lange die Spieldauer ist. Gut, hätten wir jetzt hier mehrere Videos ausgesucht, könnten wir hier die Reihenfolge mit den Pfeiltasten verändern, hoch oder runterschieben. Weil das Programm kann natürlich nur jedes Video nacheinander hochladen und nicht gleichzeitig. Also habt ihr irgendein wichtiges Video, was ihr zuerst hochladen möchtet, dann macht es ganz nach oben. Habt ihr mal ein Video falsch ausgewählt, könnt ihr einfach sagen löschen. Gut, was es jetzt macht, es macht als Titel den Namen vom Programm und als Beschreibung auch. Das ist natürlich nicht so günstig. Da könnt ihr jetzt einfach einen anderen Titel machen. Windows 8. Rechtsklick zum Beispiel. Und als Beschreibung das, was ihr bei YouTube sehen möchtet, als Beschreibung. Natürlich könnt ihr dann noch Text reinmachen und so weiter. Wichtig ist natürlich noch, dass ihr die richtige Kategorie auswählt für euer Video. So, er hat uns gerade gemeckert, zu lang die Tags. Und jetzt sagen wir zum Beispiel Science and Technology, auf Deutsch Wissenschaft und Technik. Wir sagen, ob es öffentlich ist, nicht gelistet oder privat. Natürlich für euch immer öffentlich. Und ob Kommentare zugelassen werden und so weiter. Wir haben jetzt noch die Option, da könnt ihr zum Beispiel das Team ändern, zum Beispiel sagen, ach, uns gefällt es so schöner oder wir wollen ein Avatar-Team haben. Gut, natürlich müsst ihr jetzt hier auch noch das Konto ändern. Ihr müsst natürlich dem Programm mitteilen, wo auf welchem YouTube-Kanal das Video geladen werden soll. Also Benutzernamen und Kennwort, was ihr auch bei YouTube eingibt. So, und das war's schon. Dann auf Hochladen klicken. Und der Upload beginnt. Gut, dann viel Spaß beim Ausprobieren.